Wir müssen darüber. Das Seil wird reißen. Warte! Oh. Glaubst du wirklich, dass die Medizin mir helfen wird? Nee, ich bin ehrlich. Wir wissen kaum was über die Dinge. Komm schon, Rachel. Verarsch mich nicht. Sieht nicht gut aus. Wahrheit wird überbewertet. Boah, die ist halt wirklich schon legit einfach tot. Sollte ich mich verwandeln? Wait. Musst du mich töten? Verwandeln? Hör mir zu. What? Heute stirbt niemand mehr. Davon war jetzt aber noch nicht die Rede. Glaubst du das wirklich? Ja, das glaube ich verdammt nochmal. Ja, was für verwandeln? Boah, das war close. Fast die Treppe runtergefallen. Stark. Hey, ganz ehrlich, das ist RIP. So. Brauchen wir nicht machen. Die ist doomed. Das war's mit der. Ciao, Kakao. Aber das war vielleicht auch nur ein Bait. Es war noch nicht einmal die Rede von verwandeln. Da drin ist. Die hätte sich safe nicht verwandelt, aber die hat mich gebaitet. Hier draußen macht mir mehr Sorgen. Wir wissen überhaupt nichts von unserem. Ah, kann ich nochmal zu. Ich hätte jetzt nochmal mitgenommen. Weder Gebiet noch Truppengröße. Scheiße. Wir sind arm dran. Keine Ahnung, wie lange die Tore sie aufhalten. Ich hoffe auf das Funkgerät. Wir reparieren es, rufen Verstärkung, sorgen für Gleichgewicht. Sollte da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn ich sie mitgenommen hätte, dann hätte ich sie direkt umbringen können, wenn sie sich verwandelt, ne? Die Luftunterstützung. Zeichen und Wunder. Wenn wir ein Signal senden, können die uns vielleicht hören. Wobei wir sie trotzdem erst noch erreichen müssen. Ein Schritt nach dem anderen. So, Funkgerät finden. Tim, bist du's? Oh, lol, wir spielen ja zusammen. Ich kann dir auf jeden Fall ganz, ich sag es dir jetzt, weil das, wir reden eh nicht drüber. Ich kann dir hundertprozentig versichern, dass diese Vampir-Dinger nicht die einzigen Dämonen sind, die hier unten hausen. Ich hab nämlich einen gesehen, der war eigentlich tot und der sah nicht mehr so ganz tot aus. Und ja, der sah auch nicht so aus wie... Ich hab auch was Böses gesehen. Muss ich nach unten gucken, ob da irgendwas ist? Da bin ich gerade von da gekommen. Weiß ich nicht. Geht's da weiter? Nee. Wir müssen das Funkgerät machen oder sowas, ne? Was ist das für ein Geräusch? Als ob hier rumgeschrien wird. Also ich sag's mal so, ich habe auch ganz wilde Dinge gesehen und ich habe schwere Entscheidungen getroffen. Oh, okay. Irgendwas ist das für ein Geräusch? Als ob das Vieh die ganze Zeit rumschreit, oder? Ja, das ist schon die ganze Zeit. Da unten ist. Ah, das habe ich schon gelesen. Da unten ist in dieser Schlucht hier. Ich war hier die ganze Zeit. Hier ist so eine Schlucht. Ich habe hier gekämpft gegen so einen anderen Dämon. Und irgendwie ist da drunter wirklich richtig heftig. Also, das sind wirklich viele Dämonen. Scheiße. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass Rachel noch lebt. Ah, ja, habe ich mir schon gedacht. Oder haben wir uns ja gedacht. Die wurde auch schon von so einem Vieh gejagt. Was haben wir hier? Neue okay. Funde zum Katalogisieren. Tonkrüge, Knochenpfeife, Dolch, sitzende nackte Statue, Sternsymbol. Die Probe trotzt unserem Verständnis von Biologie. Wie lange leben diese Wesen schon unter unseren Füßen? Wachen sie alle paar Jahrhunderte auf, um sich an uns zu laben?
Den Arkanern waren sie ein Begriff, wenn auch nur aus alten Erinnerungen. Pazuzu ist eindeutig nach ihrem Vorbild entstanden. Ich vermute, dass die gesamte Folklore der Menschheit durch ihre Angriffe inspiriert wurde. Ein Urmythos, den als alle Kulturen gemein haben. Der geflügelte Dämon, der gehörnte Satyr, der Minotaurus, der Vampir. Also sind ja, wir hier wirklich in der Unterwelt oder was? Ja, ich hatte auch einen, hatte ich gesehen, der war komplett leer gesaugt. Also der hat da stand als Beschreibung, der ist blutleere Leiche. Ich habe hier auch was. 30. Dezember, 2 Uhr, Temperatur 68 Grad, schwitzt. 3.30 Uhr, Temperatur 28,2, Puls 152, Patientin wach, nicht ansprechbar. 11 Uhr, Temperatur 38,3, Patientin schwitzt und zeigt Anzeichen von Gelbsucht, nicht ansprechbar. Fiebermittel zeigt keine Wirkung. 12.15 Uhr, Temperatur 18,3, Puls 165, kurze Phase 18, der Klarheit. 18,3? Was? 18,3? Ist doch keine Temperatur. Was, 38,3 habe ich gesagt. 38. Sagt, sie habe Vision der Dunkelheit und könne die Farbe rot schmecken, verliert das Bewusstsein. 1 Uhr, erwacht, schreit über Monster in der Dunkelheit, Fieber steigt, Ton zunehmend gelb verfärbt. 18 Uhr, Temperatur 38, Puls immer noch schnell, ca. 150 schläft. Anmerkung, 2 Tage seit Kontakt zur Kreatur. Anscheinend gibt es da eine Kreatur, die heißt Mary. Hier gibt es noch so eine Geschichte. Das habe ich gelesen. Ja, das hab ich schon gelesen. Das Ende von der Geschichte ist, die Moral ist, dass der Mensch das Leid ertragen muss, egal wie undurchschaubar die Absichten der Götter sind. Naram-Sin hätte die Prüfung bestehen müssen, wie mühsam sie auch waren. Als Naram-Sin sich gegen die Götter stellte, kämpfte er einen Kampf, den er nicht gewinnen konnte. Okay. Eine Farbe Rot schmeckt bestimmt nicht schlecht eigentlich, ne? So, wo müssen wir jetzt weiter? Und dieses Geschrei ist jetzt einfach, da unten sind einfach ganz viele Dämonen, oder was? Also zumindest ist... Oh, hier ist eine Vorhersehung. Hast du die schon mal angeguckt gehabt? Mhm. Oder was ist das hier? Nee, das ist R73, das hast du schon gesehen gehabt, ne? Ja. Ich weiß nicht, ich habe gegen einen gekämpft, der ist da reingefallen und sobald der unten reingefallen ist, haben die angefangen so zu schreien. Oh, vielleicht prügeln die sich gerade um sein Blut. Ah, deshalb. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen hier. Ja, wir müssen, glaube ich, hier irgendwas machen, oder? Nee, kommen wir denn hier weiter? Oder muss man doch oben weiter? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind ja von da runtergekommen. Ich glaube, hier müssen wir lang. Guck mal, bei mir. Hier ist auf jeden Fall noch was. Warst du in dem Zelt schon drin? Pullman, ja, Pullman meint, dass das Funkgerät unleserlich will uns von der Welt da draußen abschneiden. Aline kämpfte in unleserlich, sie dafür verantwortlich ist. Ich persönlich hege immer noch Zweifel an unleserlich, obwohl ohne Beweise alle verdächtig sind. Ich kann im Moment lediglich die unleserlich. Marys Zustand verschlechtert sich. Heute Abend erwache ich aus einer erschöpften Benommenheit, nur um Lady Bradshaw vorzufinden, wie sie meiner Frau mit weiteren von ihren verdammten Fragen quälte. Mary murmelt etwas von geflügelten Dämonen. Daraufhin leuchteten Bradshaws Augen auf und sie fragte, ob Mary diese Dämonen gerade spüren würde. Von ihrem Wahn gepackt schlug meine Frau nach Bradshaws Brust. Lady Bradshaw zog sich zurück und nach einer Weile konnte ich meine Frau beruhigen. Ich glaube, Mary ist hier so ein krasser Dämon. Hier müssen wir weiter. Ja, bin unterwegs, du bist ja hochgekommen. Hier ist noch eine Karte. Ja, ich habe eine von unseren Soldatinnen gefunden. Die hat anscheinend, die wurde von so einem Vieh anscheinend infiziert. Die hatte auch diese ganzen Symptome. Ah, alles klar. Ah, hier geht's weiter, ja, okay. Sie wussten, dass hier unten was Besonderes war. Oh Mann, ey. Crazy. Okay, let's go. Du musst mir helfen, das Ding zum Laufen zu bringen. Das Ding wurde doch sabotiert. Ja, doch gerne, Denno, das würde ich gerne ein bisschen schaffen, glaube ich. Was Besseres haben wir nicht. Wenn sich was bewegt, Rückzug. Drin ist es sicherer. Danke. Gute Arbeit, Sergeant. Oh oh, denk an das Feuer. Ja. Mach kein Feuer. Nicht Feuer. Böse Feuer. Das Zeug bringt dich noch um. Klar, weil gerade nichts mein Leben so bedroht wie das Rauchen. Es ist eher andersrum, dass Erik weiß, dass Rachel ein Feuerzeug hatte. Was gibt's?
Genau das. Hä, wieso? Na, Rachel hat ein Feuerzeug. Ah, lol. Nur ein Geistersignal. Selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale. Sind nur Geister. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und Sendcom rufen können, dann ist's nicht mehr weit bis nach Hause. Nee, guck mal, ich muss ja nicht alles verraten. Das hat doch nichts mit Pussy zu tun. Hätte das hingekriegt. Ach was. Hast wohl Pech gehabt. Wo ist das unser Lieblings-Iraker? Gramly Ching, ne? What's up? الكلاب يطلبوا حماية. ما نقدرش نسيبهم يكمدوا. لا لا. Der Gerät, den auch in Prime. الكلاب دول لنخرج من هنا. Okay, Denno, dauert's doch über eine Stunde? دول عدوا هنا. انت ما شفتش الغول. في غول هناك هو ده العدو الحقيقي. سليم انت اتجننت. اسمعني. Noch weit über eine Stunde. اسمعني. قتلوا الامريكان وكانوا هيقتلوننا. اخلص وامشي ورايا. انت سامعني خالص؟ لا. انت اسمعني دلوقتي. يا اما تمشي ورايا يا اما خليك هنا وتعفن. اختار. الله يلعنك. وحيد لنفسك. انا هقعد هنا. Ey, Tico. Was hier? Das hört sich nicht so gewohnt an. Oh oh. Glaube ich nicht so gut, dass es so laut ist. Bring den Sender zum Laufen, sofort! Ich brauch mal Zeit! Oder vielleicht ist das so eine Frequenz, was die Monster tötet, so wie bei Venom. Colonel, verschanzen Sie sich im Tempel! Ich bleibe hier. Sie müssen zu den Kameras die Flanke schützen. Ich mach das! Lieutenant, ich... Ich sagte, ich mach das! Los! Nice, Gramly. Freut mich, Mann. Wie spoilerst du Venom? Digga, das findest du legit, glaube ich, in den ersten 10 Minuten des ersten Films raus. Erstmal noch schießen auf der, den ganzen Stress und den ganzen Löwen kein Laut machen. Ich glaube, der Zug ist eh abgefahren. Oh, du hast doch zuerst geschossen. Das Arschloch. Oh, gibt bestimmt gleich wieder Quicktime-Event. Achtung! Vor allem, wie viel Muni haben die? Gib mir Deckung! Das ist eine AK-47 Extended Mag. Ich habe einfach nichts gesehen, ich habe nur draufgeklickt. Seine Flanke! Komm, hit ihn, hit him! Ach, Tim! Oh, ich habe in den Chat geguckt. Och, scheiße. Nico. Ich habe in den Chat geguckt. Mann, ich war die ganze Zeit ready. Das Gemüse übrigens. Ich habe in den Chat geguckt. Ich war die ganze Zeit ready und dann, genau wenn ich in den Chat gucke, kommt das. He's bad.
Krieg keinen guten Schuss! Oh, oh. Oh, das ist smart. Smart. Run down! Physik. Na, wen haben wir denn da? Junge, ich habe genau den Kopf getroffen, als sehen wir nichts. Sicher, dass nicht doch derjenige ist, der sich ergeben muss? Aber der würde sich niemals ergeben. Der würde sich niemals ergeben, glaube ich. Außerdem habe ich gesehen, das war der Typ, der diesen komischen gebogenen Dingens hatte. Das war der Salim. Los, vorwärts in den Tempel! Aber schnell! Vielleicht ist es auch so, dass alle, die hier im Tempel sterben, zu diesen Dämonen werden. Also vielleicht sollten wir ihn gar nicht töten. Ja. Also ich glaube, wir sollten so wenig Leute wie möglich hier unten töten. Ja. Oder sterben lassen. Drück die Schulter dagegen! Schnell! Ich sehe keine Iraker. Wenn sie schlau sind, bleiben sie zurück. Hier drin geht's gleich richtig ab. Halt! Rachel? Rachel? Du lebst? Die hat nur überlebt, weil da unten Wasser war. Die ist so in Wasser reingefallen. Überrascht dich das? Oh. Das ist ein bisschen lang, die Umarmung. Wo ist Eric? Ja, was ist los? Rach? Oh oh. Junge, diese Gesichtszuckungen. Aber bei allen. Ich hab's gehalten, solange ich konnte. Aber es riss. Ich hab's nicht gekappt. Würde ich nie tun. Ich weiß. Können wir? Ganz komischer Vibe gerade. Junge. Oh Junge, ich muss es einfach tun, weil ich es einfach so witzig finde, was da steht. Erstes, oder? Sie sind nicht der Hellste, Nick, aber selbst Sie müssen das verstehen. Ihr beide vögelt doch, oder? Genauso stand das da. Ihr vögelt doch. Wer hast du nicht drauf? Hört auf! Er ist es, Rachel. Ich weiß es. Halten Sie den Mund, sonst schlage ich zu. Körnel hin, Körnel her. Nicht Nick. Ich sag nix. Ich halte mich da raus. Immer treu. Du liest nicht los. Ich schon. Freut mich, Sie zu sehen. Dachte, Sie wären tot. Wer hat's noch geschafft? Fast niemand. Mervyn ist tot. Joey. Wahrscheinlich auch. Clarice. Was ist los? Ja, ich bin mal ehrlich. Sie war infiziert. Die Dinger haben irgendwas in sie reingepflanzt. Das war schon nicht lecker. Ich kann es nicht riskieren. Musste sie zurücklassen. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Immer noch da draußen. Das ist nicht mehr Clarice. Sie hat sich vor meinen Augen verwandelt. Ja, das war das ja ist eine Joey Lüge. Genauso. Das ist eine Lüge. Bei Joey war es nicht anders. Ja, genau. Die hat sich nicht verwandelt. Aber Joey hat sich verwandelt. Meine hat sich noch nicht verwandelt. Aber sie hätte sich verwandelt. Also Joey hat sich definitiv verwandelt. Okay. Joey sah nicht mehr so aus wie Joey. Der hatte Hörner. Der war so aus wie ein Satyr. Ja, da hätte sich die wahrscheinlich auch verwandelt oder hat sich noch verwandelt später. Ah, perfekt, jetzt wird erstmal dunkel. Geil. Ich frag mich ja, was noch für die Boden mehr als einer das schreit. Ohne ihn sind wir blind. Ja. Junge, hilft doch einer. Aber imagine, das Licht geht aus, dann bist du einfach instant lost hier, oder nicht? Ja.
Dann ist er sofort schachmatt. Oh, nö, Digga. Die sind doch schon drin! Hier kommt niemand mehr rein! Egal, was auf der Einladung steht! Haltet das Tor! Ich werfe den Generator an! Aber der ist doch an, sonst hätten wir doch gar kein Licht. Der ist noch an, ja, aber der geht gleich kaputt. Hm. Lol. Oder merkst du, wie es flackert? Ultra HD. Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend. Hold the door. Ich hoffe, es kommt jetzt nichts. Hodor, Hodor. Was? Was? Ja, musst du kurz Fenster zu machen, ey, sonst ist mir zu kalt. Minen nicht, Minen, aber es gibt ja noch TNT. Wir könnten die hier reinlocken und dann einfach alles einstürzen lassen. Oh oh. Der ist undicht. Oh oh. Das ist nicht gut. Ich hatte meine Maus schon. Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso kommen die denn immer zum falschen Zeitpunkt, die Quicktime-Events? Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin so sauer. Ich hab mich gerade gekratzt. Der Wichser nicht auf. Was passiert denn mit der Grafik, Alter? Die Tür verwandelt sich. Ich glaube, die Tür ist auch ein Dämon. Oh, Scheiße. Sie brechen durch. Die Dinger sind schlimmer als Ratten. Alter, wir sind so am Arsch. Ach so. Ach so. Es ist Zeit für den Rückzug. Jemand was dagegen? Ja, die wollen auf jeden Fall rein. Habe ich jetzt mal nur Quicktime-Event mit linker und rechter Maustaste, ne? Bei dem anderen Spiel waren noch mehr als die. Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter. Oh nein. Nee, das ist wirklich auch keine gute Idee. Da ist wirklich nicht gut. Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle Mann, los zum Astor! Nur tief genug rein, dann kommen wir auf der anderen Seite der Erde wieder raus. Ja. Oh, sympathisch. Wie sie da einfach rumsteht. Los, Leute, los! Hä? Warte mal, du bist doch jetzt alleine, oder? Oh oh. Oh. Das Feuer. Oh oh oh. Das ist doch gut, oder? Ja, das war, ist gut für uns. Ja. Aber irgendjemand verbrennt im Feuer bei mir, bei meiner Vorhersage. Das ist nicht gut. Der verbrannte, glaube ich, im Feuer. Also du siehst jemand anderen. Wen spielst du? Ich hab Nick gesehen, habe ich gerade. Okay, ich auch, ja. Musst du Quicktime-Event machen? Ich muss gerade gar nichts machen bisher. UTT? Ja, die habe ich gelegt. Aufpassen, da musst du springen. Falls du da rankommst. Mhm. Ihr müsst in der Mitte bleiben. In der Mitte. Die Mitte, bleibt in der Mitte! Unsicher, geht nach oben. Oh oh. Oh ne, ich will nicht verkacken. Bitte nicht. Konzentration, Fokus. Ich hab die links und rechts gelegt, deswegen. Es war clever. Ich hab die an den Rändern gelegt. Smart. Aber ich glaube, Rachel ist nicht dabei, ne? Rachel ist wieder draußen. Was hast du mit Rachel gemacht? Ja, da hast du eine Entscheidung gemacht. Ich habe mich zurückgezogen. Oh. Da stand zurückziehen. Ach nee, Rachel ist da. Okay, ah, wir sind wieder gesplittet. Salim. Tschüss. Den als Böse erwischt. Den alten Haudegen. Haha. Amerikaner Dol Marufin. Im Zweifel Bomben legen. But her gok, ich raus muss harkschis jeder. Hebst du die Arm?
هيبان عليك بطل حرب. فوي فوي باتا. بطل حرب. فوي يا زمان اللزوم. نحتاج كل الأبطال إذا حنعيش الخناقة دي. الأمريكان هم هنا. اه ich glaube wir sind wieder zusammen. Hallo nochmal. Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. Der Rosas auf dem Magen oder was machst du Kalam? حتكون فكرة وشعة. انتي مش في مكان تحدثي. Gib auf. Ich kann nichts machen. Nein, Max. Mag es besser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Was Ahban? Klappe! Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Was denn? Hey. Sie entscheiden, Colonel. Nein, hier wird niemand umgelegt. Wir brauchen sie. Sie sind der Feind, Nicky. Arbeiten wir zusammen. Es ist der einzige Weg. Die verwandeln sich doch eh nur, wenn wir sie abknallen. Dann haben wir noch mehr Feinde. Ja. Brauchen wir nicht. Sie kommen. Wir müssen die Tür öffnen. Warum steht ihr da herum? Helf! Denk nicht einmal dran. Fort, Jason! Der Feind des Feindes ist unser Freund. Los, komm so schon, Mann. Den Satz haben wir schon mal gehört in diesem Tempel. Drück drauf. Shit. Hilf ihn. Ich nehme den Korridor. Scheiße. Los! Scheiße. Vielleicht nicht drücken, sondern schieben. Das menschliche Dilemma. Nicht drücken, sondern schieben. Stark. Ja. Übelsten Ort auf der ganzen Welt. Ist das die Opferkammer? Ja, ich glaube schon. Überlebe den Angriff. Überlebe ja, na klar, Angriff, natürlich. Ja, danke dafür. Okay, jetzt Full Fokus. Nein, Meister. Ich habe mich schon wieder gesplittet, ey. Oh. Clarice, oder? Clarice war die du verwandelt sehen hast, oder was? Nee, ich hab einen Typen verwandelt sehen lassen. Das ist aber ein Frauenkörper. Wer ist denn dann Clarice? Hä? Wer ist denn dann Clarice? Clarice ist die IT-Spezialistin, die mit Erik dazugekommen ist. Ja, nee, die hab ich im Stich gelassen. Die hat sich verwandelt wahrscheinlich, ja. Ja, dann ist er das da, oder? Macht Sinn. Oh nein. Ich glaube, er ist tot. Ja, wir können ihn gar nicht retten. Also, ich musste noch nichts drücken. Ich glaube, der verwandelt sich. Hä? Ich glaube, der verwandelt sich. Weißt du? Komm, Hit. Keine Gnade, rein da. Nee, das ist ein ganz alter. Nein, das ist ein ganz alter, ja. Ja.
Alter. Ray, das ist einer von denen vom Intro, erinnerst du dich? Ja. Ich glaube nicht, dass du ihn erschießen kannst. Renn einfach. Run it down. Na klar, gute Idee. Geh doch weg! Was hast du denn gedrückt, du Opfer? Ich konnte Gewehr oder Gutgewicht machen. Ja, okay, also los. Und die wissen, dass Gewehr nicht hilft. Da habe ich gedacht, vielleicht. Ich muss was drücken. Na, beruhig dich mal, ich bin okay. Da habe ich gedacht, eventuell hilft so ein Gutgewicht. Und Phasmo konnte man damals Geister austreiben. Damals gab es noch kein Christentum mehr, der wusste nicht mal, was du ihm ins Gesicht gehalten hast. Deswegen heißt es ja auch 2000 vor Christus. Junge, man muss aber wirklich kurbeln mit der Maus. Ich finde gut, dass du einfach alles machst, ich habe noch nicht einmal was machen müssen. Ja, das ist aber auch das erste Mal, das ich war. Ich glaube, da stirbt jemand. Krass, warum sterben jetzt so viele Leute? Wir haben nichts machen. Wir können ja noch nichts dagegen machen, oder? Ja, die Waffe ist ja mega hilfreich. Allah stimmt mir bei. Ich glaube, Erik ist jetzt tot. Aber wir können ja gar nichts dagegen machen. Und Rachel auch. Also Rachel ist definitiv tot. Ich habe Rachel gesehen. Hä, aber also wir können ja nichts dagegen machen. Weil... Nee. Ich kann was machen! Komm, verkack's nicht. Okay, der lebt schon mal, aber Rachel ist doch safe tot. Also hast du sie auch sterben sehen, oder was? Die eine Dämon hat sich doch auf die raufgewälzt und hat die abgeschleckert. Ja, das ist halt immer lecker. Oder war er ja, ich hab doch geschossen. Ich hatte doch gar kein Event, was ich anders hätte machen können. Also der ist auf jeden Fall tot. Ja, der ist fucked. Wie hätte ich den Rachel retten können? Ich habe doch auf alles geschossen, was ich gesehen habe. Also jetzt, wenn ich schießen konnte, habe ich geschossen. Ich glaube, Rachel ist gestorben. Also vielleicht habe ich noch geguckt. Ich habe auf den Springenden geschossen und nicht auf den Liegenden. Ach so. Ah, ich habe auch nur einen gesehen. Ich habe gar nicht geschaut, wer da noch ist. Also hast du Rachel getötet? Nee, der Dämon hat Rachel getötet. Ich habe nur einen Dämon gesehen. Ich hatte Tunnelblick. Ach, das war der. Das war nicht Rachel, das war die. Der. Leg dich nie mit einem Marine an. Oh, wir werden immer tiefer, Alter. 370 Fuß sind es jetzt schon. Ich glaube, ich bin nicht zusammen. Ciao. Ja, tschüss. Auflauen oder stellen? Ah, vielleicht doch. Ich komme in Frieden. Beweg dich ja nicht. Jetzt solltest du dich aufgeben. Ich sollte aufgeben oder nicht aufgeben? Aufgeben oder nicht aufgeben? Ich glaube, also laut Dingens hast du dich aufgegeben, Leute. Alles so schnell. Ich habe nicht aufgegeben. Nur noch uns beide. Du hast dich aufgegeben. Du hast aufgegeben in der Vorhersage. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ich will dir wirklich nichts Besseres. Ich schwör's. Aber der ist intolerant gewesen. Ich bin der mit der Knarre. Ich glaube, der Typ wird mich ermorden. Wenn ich nicht versuche, ihn zuerst zu ermorden. Ach nee, du hast ja die Wahl, ne? Du kannst ja auch so. Ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Dieter. Dein Freund meinte, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das stimmt nicht immer, aber wir überleben nur, wenn wir zusammen kämpfen. Das Schwert und der Schild.
True. Bisschen arg geschwollen. Aber gut. Ja, ich hätte es auch nichts dagegen, wenn du die Knarre mal runternimmst. Na gut. Ne, wir haben noch keine Kehr-Animation gesehen. Aber ist doch lächerlich, wenn die Leute denken, echt, dass sie hier nochmal Krieg führen müssen in so einer Situation. Ja, aber das sind ja schon sehr ideologische... So, finde deinen Verbündeten, bleib auf der Hut, durchsuche die Ruinen, okay. Wenn du auch nur versuchst, mich zu verarschen, ich schwöre dir. Ja, beruhig dich. Okay, hier gibt's auf jeden Fall ein paar Gänge, wo du links und rechts lang gehen kannst. Ich töte Vampire. Denkst du, Marines machen mir Angst? Er hat einmal einen Vampir getötet. Ich bin Vampirkeller jetzt hier, ausgebildeter Vampirjäger. Hier ist nichts, oder? Doch, da ist die Tür. Oh, warte, hier, warte, stopp. Hier war noch was anderes, komm mit. Bevor wir da jetzt weitergehen. Konntest du nämlich hier rein. Nee, der Schild ist schon richtig geil. Ja, man soll seine Feinde nachhalten, aber... Es geht beides, aber das Schild ist quasi wirklich einfach nur so ein Straßenschild und der Schild ist halt Schutzschild sozusagen. Hier ist was? Viele sind hier gestorben. Waren deine Leute schon immer so? Tja, mein PC ist ja tot, der Unsinn. Die Taten unserer Vorfahren sind egal. Ganz andere Zeiten. Das Einzige, was zählt, sind unsere Handlungen im Hier und Jetzt. Du hältst uns also für den Eindringling? Wir sind die Barbaren? Das habe ich jetzt nicht gesagt. Warum hasst uns dein Volk so sehr? Ich hasse niemanden. Ist das in Ordnung? Ich lasse es dich wissen. Das ist doch ein chilliges Gespräch hier, so 300 Meter unter der Erde. Guck mal, ich sehe Dynamit. Dynamite? Dynamite. Und ein paar Gefängnis. Hier ist noch mehr Forscherkram. Hier ist noch mehr Forscherkram. Ja, hab ich gehört. Okay. Oh, warte. Hier geht's nicht lang. Ja, ich glaube, mehr ist hier nicht. Was zur Hölle? Boah, das sind einfach alles Leichen hier drin. Holy shit. What the fuck? Okay. Hey. Es ist so dumm. Ich kann mit linker Maustaste reinzoomen, um anzugucken. Ich kann aber, wenn ich den rauszoome, nicht. Oh! Oh, fuck! Alter, was passiert? Was passiert? Erschrocken. Was passiert? Oh, warte, ich muss kurz durchhalten. Ich habe einfach nicht damit gerechnet. Da waren Dämonen. Alter, warte. Hä, aber ich bin doch da auch lang gelaufen. Da war nichts bei mir. Alter, Verwalter. Junge, ich dachte, du bist da umgekippt, Alter. Ich hab mich wirklich so erschrocken. Ich hab nicht damit gerechnet. Okay, komm mal zum Ausgang jetzt hier. Weiter geht's. Ja, warte. Junge, das hat mich direkt in die Augen geguckt. Oh, Junge, ey. Oh. Alter. Seht, wie die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf. Ich hab wieder. Der andere schlüpft durch. Oh. Scheiß! Los! Oh, das musst du doch sein, oder? Alles okay! Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Ich muss einen anderen. Oh nein! Ich fühle mich nicht drin. Tschüss. Tschüss. Hier geht es durch. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Ich glaube, wir sind noch zusammen. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Das sind Vampire.
Unmöglich. Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, dann ist es Scheiße. Es nicht auch noch probieren. Guter Spruch. Glaub mir, das sind Vampire. Ja. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu besiegen. Ja, sieht langsam wirklich so aus. Geh durch! Hundertprozentig wäre ich jetzt weggezogen. Oder du. Aber ich langsam richtig knapp die Quick-Time-Events. Ja. Danke. Vor allem, weißt du, was es... Ich muss noch mal kurz erzählen, wo ich gerade erschrocken war. Weißt du, was das Fiese daran ist? Was denn? Ich gucke durch so einen Spalt durch und kann halt so nach links und nach rechts gucken. Und da waren mehrere Punkte, die ich angucken konnte. Und ich habe das auch angeguckt. Da musste ich wieder rausgehen, weil ich so einen Bug hatte, dass ich nicht wieder... quasi einen anderen Punkt angucken konnte, bin wieder reingegangen, hab das was 3-4 Mal gemacht und deswegen habe ich nicht erwartet und plötzlich kam da so ein scheiß Gesicht, ey. Und du? Hier ist nochmal ein Artefakt. R32. Ich glaube, hier ist eine Vorhersehung. Achso, ich muss mir mal angucken, was auf diesen Dingern drauf ist. Das habe ich mir gar nicht angeguckt. Das ist ja hier, das ist ein... Ich habe hier eine 31. Hier liegt jemand auf einer Bank. Das ist ein Mensch mit Pferdekopf, mit Hörnern. Und der hat ein Messer in der Hand und bringt ihn wahrscheinlich um, irgendwie sowas. Ja, das ist ein Satyr. Sieht nicht so sympathisch aus. So wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Unleserlich. Also sag es mir. Warum hast du für Saddam gekämpft? Wir... hatten keine Wahl. Unleserlich ist tot. Ich war bei ihr, als es soweit war und sagte ihr, wie leid mir alles tat. Unleserlich diesen gottverdammten Ort gereist waren, dass mir meine Eitelkeit wichtiger war als unsere Liebe. Als Unleserlich das Ende von allem sprach, wusste ich, dass sie unleserlich. Unleserlich ließ sie mich schwören, diesen Ort zu begraben. 21 Uhr, etwas Schreckliches ist geschehen. Als ich bei meiner Frau saß, bemerkte ich etwas in ihrer Hand. Lady Bradshaws Brosche. Sie muss sie abgerissen haben, als sie nach ihr schlug. Ich drehte die Brosche um und stellte fest, dass sie aussah wie die Kreaturen, die wir aus den Kokons geborgen hatten. Waren das die Dämonen, von denen Mary gesprochen hatte? Hatte Bradshaw die ganze Zeit über gewusst, was wir hier unten finden würden? Dann bewegte sich Marys Leichnam. Es war nicht meine Frau. Etwas Unmenschliches hatte Besitz von ihr ergriffen. Ups. Ey. Hey. Warte kurz. Es sprang mich an und nur die Gitterstäbe der Zelle retteten mich vor seiner Raserei. Ich hab durch den Spalt so Gitterzellen gesehen. Nur als Hinweis. Damit du weißt, was dich erwartet. Ist noch da? Ja, warte kurz. Ich mag ihn. Oh, es geht weiter. Pause machen? Okay. So. Let's go. Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Ich habe ich will nett bleiben. Ich will hier meine Beziehung aufbauen. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also, es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Weiß nicht, ob wir dafür jetzt Zeit haben. Spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten
stachen den Mann andauernd. Ja, die Plagen, die sieben Plagen oder was, war? Sagt er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Mein Klicken ging nicht. Belastend. Oh. Oh nö. Ja, das habe ich ganz am Anfang der Prophezeiung gesehen, dass der da rauskommt. Ich war eventuell mein Fehler. Ich hab das Klicken. Es hat bei mir mit der Maus nicht funktioniert. Oh no, no, no. Öffnen, oder? Oder kämpfen? Öffnen oder kämpfen? Öffnen, öffnen, öffnen. Mach jetzt das scheiß Tor auf! Drücken, 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 was auch geht. I mean, ich hätte diesen Flock, also ich würde noch versuchen zu kämpfen. Ja, die Tür von uns aufgemacht. Passt doch. Richtig netter Typ. Ah! Boah! Oh, in den Arsch. In den Arsch. Knappe Sache. Doch 100%ig mal Menschen gewesen. I guess, ja. Junge, schon zwei getötet. Du bist ein richtiger Papierjäger. Ja, Mann. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Let's go. Junge, wo sind wir hier? Das hier ist ein Loch, Alter. Ja, ich hab ja gesagt, bei dem einen stand irgendwas mit Gittern drauf. Irgendwelche Gitter haben ihn gerettet vor irgendwas. Mhm. Das war das, was ich gesehen habe, wo hier so ein, wo ich so ein spooky Gesicht gesehen habe. Ist wohl eine Krankenstation. Die haben hier unten aber so ein richtiges Lager gehabt, die haben richtig gelebt, hier kann es sein. Klar, Gefangene und sowas. Wenn du nee, nee, aber ich meine die... altes Dynamit einpacken willst, dann ach so, bitte. Die Archäologen. Ja. Okay, aber das war hier so ein Kerker, ne? Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Immer wenn... Genau, im Lager herrscht Chaos. Arbeiter werden vermisst und Lady Bradshaw, aber ich kann es mir schon denken. Sie sehnt sich nach demselben Schicksal, dem auch unleserlich sie möchte, unleserlich. Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und uns hier eingeschlossen. Wir sind gefangen mit diesen Kreaturen. Ihr Kreischen ertönt von überall her aus der Dunkelheit. Crow hat sein Maschinengewehr geladen und zielt in Richtung der Katakomben. Mary hatte recht, wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel, die bei ihnen einstürzen lassen, auch wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. 1947. 19:30 Uhr, Temperaturen, Puls gefährlich hoch, über 38,3, 170 Schläge pro Minute. Patientin meist bewusstlos, wacht gelegentlich auf und schreit, schwitzt weiterhin krankhaft, Salzvorsorgung niedrig. Bewegung unter der Bauchdecke um die Nebennieren herum. R rät zu OP zu diagnostischen Zwecken, aber ich fürchte, M würde das nicht überleben. 20:10 Uhr, Temperatur 38,6, Patientin wird immer schwächer, weitere Bewegung unter der Haut, parasitärer Organismus. Eintritt des Todes, 20:13 Uhr. Guck mal hier. Ja, guck's mal genauer an. Wo bist denn du? Hier. Nee, der hat sich bewegt. Wo ist denn hier? Hier. Seh ich nicht. Ich war ein bisschen Schiss, dass der noch lebt. Aber so. Ich meine, der ist irgendwie, der ist nicht wirklich, also der ist noch nicht lange tot, oder? Sonst wäre der doch nur noch Kaut und Knochen. Also das wäre doch nur noch Knochen, oder? Der ist ja noch so ein bisschen, also der ist noch nicht komplett verwest, for some reason. Kann auch sein, dass er ausgetrocknet ist, ne? Ja, hier unten gibt's dann einfach niemanden, der ihn aufessen kann, so gefühlt.
Nee, ich hatte vorhin auch eine Leiche gefunden, die war einfach blutleer, weil die halt einfach nur das Blut von denen quasi leer getrunken haben. Mit der Leiche ist sonst nichts passiert. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, wir trennen uns nie wieder. Jawohl, eine Voice-Dinge kennst du, was Solo irgendwas untersucht hat. Ja, klassischer Nico. Was? Du hast anscheinend, weil du irgendwas gefunden hast, eine Voice unterbrochen. Achso, ja, mit Saddam. Ein krasser Witz kam. Konnte ich ja nichts dafür. Das konnte ich ja nicht predikten. Deine Frau? War gerade ein bisschen. Ich hätte nicht urteilen sollen. Du bist okay. Die meisten Menschen sind gut. Ja, sorry. Man muss es nur merken, bevor sie weg sind. Aber ist doch was Gutes bei rumgekommen. Hey, guck mal, wo ist es? Konzentrationsspanne aufgebrochen, das ist sowieso. Alter, was ist das denn? Also, wir waren ein grüner Sumpf, würde ich sagen. Ganz schöne Wundertüte hier. Aber die Fledermäuse, wovon leben die? Wovon ernähren die sich? Alter, what? What? Das ist ja wirklich das Tor zur Hölle. Das ist legit die Unterwelt. What? Alter. Was hältst du davon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Scheiße. Vor allem, guck mal, da sind ja sogar so Absperrungen. Also das ist ja, da war ja schon mal jemand, hat das hier untersucht. Aber wohl nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen. Starte es. Du spinnst. Die Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Oha. Bring den Aufzug zum Laufen. Ich würde da wirklich nicht runter. Also wie denkt er denn, womit sie die bekämpfen? Junge, wie tief das auch einfach geht. Aber wo haben die Materialien her, um so einen Aufzug zu bauen? Also jetzt mal im Ernst, wo haben sie diese Ketten her? Bereit für Quicktime Events. Ich würde mich da auf jeden Fall nicht reinstellen. Alter, sind die wahnsinnig. Oh mein Gott. Sind die dumm? Alter, nee! Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Rachel hat zurück ans Licht gefunden. Gut gemacht. Oh. Alle leben. Hm? Welche lebt doch noch? Für sie gibt es viel zu tun. Es gibt Seelen, die immer noch ihre Hilfe. Es sind übrigens 6 Kerzen, vorher waren es 5.
Hoffen wir mal. Wie? Oder? Das heißt, der. Nichts Bedauerliches ereilt hat. Das heißt, der. Nee, sind immer noch 5. Ah, nee. Ey, das war da gerade. Ach so, ja. Ich kann einfach nicht zählen. Bin einfach dumm. Und Jason und Salim? Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Warum arbeitet die Zeit gegen uns? Und um ihre Überreste zu vergraben. Boah, hast du das gerade gesehen? Ja, ja. Er ist einfach der Sensenmann, kann das sein? What? Oder ist das Alte? Little Hope. Little Hope war das Alte. Ja. Was ist denn jetzt los? Was ist da? What the fuck? Nee, ja, das Spiel ist aber nicht zusammen, oder? Was? Alter, was ist denn mit ihrem Kopf los? Das ist ein böse am Rumbacken. Oh. LOL! Echt? Alter, das ist ja witzig. Fertig. Wir sind in der tiefsten Provinz. Was hast du erwartet? Melonenkaviar? Die waren einfach in der Lob. Die tollsten Flitterwochen, oder? Ich erinnere mich daran, dass ein bestimmter jemand Eisklettern wollte. Eisklettern ist entspannend. Was ist los? Der Kerl, der mich bedient hat, er hat mich so komisch angeschaut. Ah, der kriegt wohl hier draußen nicht allzu oft eine Frau wie dich zu sehen. Und noch frisch geduscht. Oh, toxic. Er hat schräges Zeug erzählt. Was denn? Ach, nichts, fahren wir. Komm, erzähl's mir. Er sagte, dass ich nie wieder so glücklich sein würde wie jetzt. Oh, toxic. Was soll das denn? Das glaubst du nicht, oder? Natürlich nicht. Du weißt, alles, was ich will, Rach, ist dich glücklich zu sehen. Egal, wo wir sind und was wir durchmachen, ich bringe dich immer zum Lächeln. Siehst du? Du lächelst. Stark. Nächstes Mal pfeif nach mir und ich komme und verteidige deine Ehre. Oh, du wärst mein treuer Schutzhund, Schatz. Sympathy. Das heißt immer treu. Ah, okay, jetzt wissen wir auch, was Sympathy heißt. Dabei kann ich echt gut auf mich selbst aufpassen. Und jetzt setz dich richtig hin, du Provinzler. Der Bus. Das war der Bus. What? Von der zweiten Folge hat er doch diesen Busunfall gehabt. Oder? What? Jason. Jason, bist du da? Weiß nicht. Aber das ist wahrscheinlich der Unfall, von dem die vorhin geredet hatten. Aber dann hat sie doch den Unfall gebaut und nicht er, oder? Ach nee, er war es mit den Füßen quasi. Nee, nicht mit den Füßen. Ich weiß, das war doch irgendwie in der zweiten Teil, ist er doch irgendwie mit dem Bus. Da war doch was mit dem Bus, da war doch ein Busunfall oder so. Weiß ich nicht. Im zweiten Teil. Wo wär's er? Oh, sie. Ja, Rachel. Lebt! Ja, das sind ja noch alle Kerzen an. Die Frage ist, ob sie infiziert ist. Ja, ich sag, sie wird sich irgendwann verwandeln, safe.